Morgen. So, wir sind jetzt in Finnen. Wir schauen uns jetzt mal hier das kleine Dörfchen an. Ach, guck mal da. Das ist ein Geldmuseum. Mal schauen. Das ist ja ein süßes Häuschen hier. Das finde ich schön. Ja, ein cooler Kletterpark. Adventure-Park. Hui, der fährt Wasserski. Ach, guck mal, da gibt es noch ganz viele Parkplätze. Und ein Womi. Vielleicht darf ich da auch parken. Ja, hier kann man bestimmt noch ganz viel schön laufen. Ja. Und du kommst ja von hier aus überall hin, ne? Eigentlich. Na, du kommst da zur Südsee, zur, ja, überall. Ja. Jetzt muss ich euch was erzählen. Ich habe jetzt gerade einen Anruf gekriegt, war am Telefonieren, habe der Jackie da hinten Manuka-Salbe drauf gemacht. Meine Mama saß da, wo sie jetzt auch sitzt. Habe der Jackie Manuka-Salbe drauf gemacht, habe dann einen Telefonanruf bekommen, bin hier hingelaufen zum Waschbecken und sag zu meiner Mutter, das stinkt übrigens immer noch, sag zu meiner Mutter, hier kokelt was, hier stinkt was, ganz extrem. Und denk, was ist das denn? Da ist gerade das Kabel von der Powerbank, die man hinten ans Handy machen kann, was sie gestern bekommen hat von Temo, durchgeschmort. Weil wenn ich hier gewesen wäre, würde ich nicht wissen, was da passiert wäre. Hallöchen, Hallöchen. Mal ein kurzes Update. Wir sind gerade bei unserer Abendrunde. Ich habe eine Jacke an. Kurze Hose, Flipflops, Jacke. Ich fand es heute richtig frisch. Richtig frisch. Aber ich habe ja gesehen, es regnet bis Spanien. Spanien ist auch Weltuntergang. Und Gewitter und Regen, ja. Ja, jetzt lockert es sich ja schon wieder auf. Also man sieht, naja, sieht man nicht viel. ja, was ich sagen wollte war, mein Wohnmobil ist heute noch nicht gekommen. Da bin ich ein bisschen traurig. Ich habe ehrlich gesagt echt den ganzen Tag auf den Anruf gewartet. Habe gedacht, ja, die machen jetzt schon, naja, egal. Ich denke, die rufen mich morgen früh an und dann geht's weiter. Ja. Ist ja auch viel Arbeit, den Motor einzubauen und ja. So it is. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Guten Morgen. Guten Morgen. Ach, ich habe Hoffnung für heute. Hier ist so ein Dritz-Kack-Pups-Wetter. Wir haben auch nur 18 Grad. Aber heute Mittag sollen es 26 werden und auch schön Sonne kommen.
Und von daher habe ich gedacht, wir nutzen heute Morgen nochmal schön das Wetter, um zu spazieren. Außer den Leihwagen. Eigentlich wäre ich gerne irgendwo hingefahren, aber den Leihwagen wollte ich jetzt nicht mehr benutzen, weil den hatte ich schon gestern sauber gemacht. Also alles rausgeräumt, sauber gemacht, die Hundedecken raus, ein bisschen ausgesaugt. Ein bisschen. So gut wie ich konnte. Es sind natürlich noch ein paar Hundehaare drin, aber da denke ich mir, die machen ja sowieso diese Reinigung. Und ja, aber was man halt so macht, ne? Fenster von Hundenasen befreien und sauber machen und. Ja, und Decken raus. Und deswegen wollte ich da jetzt nicht nochmal rein heute Morgen. Deswegen laufen wir hier ein bisschen. Ja, und hoffen einfach, dass wir gleich einen Anruf kriegen. Mein Gefühl ist ja so gegen 11. Gegen 11 kommt bestimmt. Hallo! Sie können Ihr Wohnmobil abholen. Yes! Damit wir uns retten können, wenn wir untergehen. Ein Rettungshämmerchen. Hast du sowas auch im Auto? Was ist es? Der gleiche Teil, was er so gegoogelt hat. Was ist gut. Das? Oh, jetzt frag mich doch nochmal. Dann kann ich dir vielleicht in 3 Stunden antworten. Was ist das bitte? Das ist ein Pfotenabdruck. Ach so. Mein Rückspiegel. Smile. Smile. Junge, Junge, ich weiß ja gar nicht, was da alle kommt. Weil? Ja, pack es aus und weiß es. Das Getränk wird zurückgeschickt. Das habe ich nicht bestellt. Das habe ich aber bestellt. Ja. Du musst das auch zurückschicken. Was ist das? Das ist für mein Auto, für die Ritzen. Für die Zahnzwitzenräume. Kannst du durch die Ritzen flitzen? Und dann kannst du auch durch die Ritzen flitzen für mein Cockpit. Eieieiei. Oh komm, ich bring ihn da am Arm. Bist du hier? Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Wieso hast du keine Ahnung? Und du hast das in den Warenkorb getan. Nicht ich. Ja. Keine Ahnung, was das ist, aber wir gucken gleich mal. Mhm. Das ist immer das Beste, oder? Mhm. Ganz schön warm, das Päckchen. Und ich oder du? Du. Hier, Baby. Oh, wie süß. Oh, komm, das ist süß, oder? Nicht? Ist nicht? Ist süß, ja. Das sind die Haken für meine Töpfe. Oh Gott, wen hat er denn jetzt gesehen? Jennifer? Wow! Was ist das? Das ist das Hundegeschirr für die Kamera. Wissen, dachte ich mir. Das ist der Handyhalter, den ich letztes Mal meinte schon. Das ist ein Pyjama in Schwarz. Schwarz finde ich schöner als weiß. Oh, Jackie hat den Knochen geholt. Boah, der fühlt sich schon. Oh, räum den Arsch ab! Den finde ich schön. Boah, ist der schön. Was mal anpacken? Mach mal an. Was ist es denn? Pulululi. Schöner Pulululi.
der Sohn. Oh, ist der schön. Und er hat zwei Taschen. Na, Fico. Fico möchte den auch mal anfassen, ne? Stinkt der? Das geht. Das geht. Wir müssen ein bisschen nach Hause gleichstellen. Der hat schon jemand zu Hause gehabt. Parfüm. Ich rieche irgendwie was. Hast du das Parfüm von Mama in der Hände? Ne, hier. Prada? Ja. Das hat da dran gekommen. Ich dachte, warum riecht denn das so lecker? Auch noch Prada-Parfüm. Der ist schön. Der ist richtig schnuckelig schön. Freue ich mich. Oh, das finde ich, glaube ich, nicht so schön. Die finde ich hastig mooi. Die muss ich nur ein bisschen umklappen. Die ist vielleicht ein bisschen lang. Oder ich ziehe mir die unter der Brüste. Ein bisschen höhere Schuhe anziehen. Mehr brauchst du nicht. Bist du jetzt gleich fertig? Dir. Ist sie schön? Ja, das bist voll du. Nicht? Mhm. Ist sie schön? Mhm. Ja, das bist du. Ja. Oh, warte, die stinkt. Wie Klebstoff. Ja, und so weit in der Art. Mach mal da aus. Du filmst nämlich in der Walachei. Ist nichts mehr drin? Ekelig, ne? Oh. Aber du filmst dahin, Mutter. Nein, ich hab dich im Gesicht. So, die Smartwatch, die kann man sofort wieder zurückschicken. Ja. Bevor dir mein Arm explodiert. Ich möchte aber trotzdem mal reingucken. Kann man doch nicht mal so, dass man auch noch aufschneiden. Aber schön, guck mal. Die hat so ein, die ist so gold. Und die hat so ein beigen, oh, die hat so ein beigen, die hat dieses. Schön ist die, ne? Mhm. Sieht aus wie die iWatch, ne? Apple Watch. Oh. Ganz schlicht, finde ich total schön. Naja, kann man ja mal. Die ist für mich. Was ist für dich? Die Uhr. Die ist für mich. Hab ich mir bestellt. Du hast eine am Arm. Meine ist kaputt. Achso, ja, nimm die. Meine sind auch kaputt. Du hast ja auch nicht noch eine. Fertig! Hallöchen, Hallöchen. So, von unserer Abendrunde. Es ist schon fast ganz dunkel. Schon fast ganz weg, die Sonne. Ja. Bin immer noch hier. Hat sich leider keiner gemeldet von meinem Wohnmobil. Bin ich halt ein bisschen traurig. Heute war eh ein doofer Tag irgendwie. Naja. Ich hoffe, die melden sich morgen. Ich muss mal eben ganz kurz hier meinen Hund korrigieren. Die frisst nämlich hier andauernd Mist. Guten Morgen, ich hoffe, heute wird ein guter Tag und ich kann heute Morgen meinen Omi abholen. Also ich denke mal so gegen 11 werden die wohl anrufen und werden sagen, so, wir haben alles fertig, Motor ist wieder drin, Getriebe ist wieder drin, Schwungrad ist drin, alles läuft, große Inspektion ist auch fertig, jetzt können sie fahren. Ja, ich bin so sauer. Was ist das hier für eine ungerechte Scheiße in Deutschland? Es ist so einfach unverschämt. Ich bin so geladen. Hier bei uns in dieser, unter dieser Allee hier werden Bäume geschnitten. Dann fährt hier vorne, da sind drei Wagen.
da muss man dran vorbeifahren. Moment. So. Wieder. So. So, und da kommt jetzt gerade, da überholt einer, ganz normal, so wie es muss bei diesem Schild. Und dann fährt diese Bagage los. Der ist aber im Überholvorgang. Diese drei LKWs fahren aber einfach los. Also muss er ja weiterfahren, um die zu überholen. Von vorne kommt ein Polizeibus. Der stellt sich dem mitten in den Weg, obwohl der ja warten musste, weil der ja schon im Fahren war. Also theoretisch hat der dem die Vorfahrt genommen. Ich bin so sauer. Ich bin so sauer. Wirklich. Hat sich quer auf die Straße gestellt, um den nicht durchzulassen. Hat den dann rausgewunken. Und ich weiß nicht, er hat ihn wahrscheinlich belehrt. Stundenlang hat er da im Auto gestanden. Und ich musste mich dann einfach mal da einmischen. Also ich wollte mich ja nicht einmischen. Aber ich musste ja mal eben sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Der Mann konnte ja gar nicht anders. Dafür hat er jetzt ein Knöllchen gekriegt. Junge, ich bin so sauer. Hier passieren so viele schlimme Sachen in Deutschland. Warum kümmern die sich nicht darum? Nee, da ziehen sie einen raus, der nicht anders kann. Ich könnte kotzen. Da ist mir schlecht von. Schlecht ist mir davon. Ich finde das ganz schlimm. Sowas zählt für mich auch unter Mobbing. Ich finde es ekelhaft. Ich finde es ekelhaft. Ich bin so sauer. Wie kann man so sein? Es ist fies. Es ist richtig fies. Oh. Ganz mini kleine frische Mäuse. Na komm mal, wir laufen mal weiter, sonst kriegen die hier Angst. Och, sind die süß, die Mäuse. Da steht aber ein Hübscher. Oder eine Hübsche. Wow. Hallöle. So, zurück von unserer Runde. Wieder beruhigt. Ah, nee, sowas berührt mich. Das kann ich nicht haben. Das ist so ungerecht, ne? So unnötig. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann jetzt gerade mal in der Werkstatt angerufen, weil ich habe seit Dienstag nichts mehr gehört. Und ja, die hat mir gesagt, soweit ist alles gut. Das Getriebe muss noch, ist alles wieder eingebaut, aber es muss noch, jetzt habe ich vergessen, wie sagt man? Wie heißt das denn nochmal? Wortfindungsstörung? Naja, nicht installiert werden, aber ihr wisst schon. Und dann, wenn das dann alles kloppt, dann, dann melden die sich bei mir und dann kann es heute Mittag sein, dass es fertig ist. Also dann machen sie noch eine Probefahrt und wenn die Probefahrt dann gemacht ist, dann können sie mir wirklich einen Daumen hoch und dann kann ich auch kommen, es abholen. Programmiert war das Wort, was mir fehlte.